Ja, cool. Und Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Grand Theft Auto 3. Wir kennen es ja. Ich werde mich jetzt, glaube ich, selbst töten. Toller Folgenanfang. Ich werde mich jetzt, glaube ich, mal selbst töten. So fängt eine gute Folge an. Nee, es liegt jetzt daran, ich muss die Granaten wirklich da reinwerfen. Ich weiß nicht, wie ich dahin ziele. Ich krieg's ehrlich gesagt nicht hin. Warte, Maus, dass sie nicht hier verschwindet. Ich probiere es einfach nochmal aus der Entfernung hier. Weil ich die nur so werfe. Und jetzt bin ich eh gestorben. Ist nicht so schlimm, denn wir brauchen eh noch ein paar gescheite Waffen, weil wir jetzt gar keine haben. Also erstens hatten wir eh nicht volles Leben, jetzt haben wir mal volles Leben. Dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal beim Ammonation eine gescheite Waffe. Denn die beiden Leibwächter werden danach auftauchen. Also ich habe mich da jetzt mal kurz erkundigt, wie man das macht. Habe wirklich herausgefunden, dass man die Mission in wahrscheinlich 3 Minuten schafft oder so. Und ich habe dafür wieder, keine Ahnung, gut 25 Minuten gebraucht. Also manchmal frage ich mich echt, wie man sich so doof anstellen kann. Das ist echt ein bisschen grenzwertig. So, der Ammonation wird jetzt wieder, der wird, es ist ganz komisch, dass der mir nicht auf der Karte angezeigt wird, aber ich weiß ja, wo er ist, zum Glück. Also sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Ja, hier sind wir richtig, genau. Okay. Dann vorne einfach. Alter, jetzt, ja, oh, jetzt geht er mal weg. Vorne einfach links und davon ist er schon. Aber echt komisch, dass er einem nicht mehr angezeigt wird. So. Schnappen wir uns die hier. Und kommen mehr Granaten. Dann haben wir noch ein paar mehr. Nehme ich mal an. Die da. Und die da. Wir sollten jetzt erstmal speichern gehen. Okay, pass auf, dann machen wir folgendes. Wir schnappen uns einen schönen Wagen. Indem wir hier. Nein, 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 nein. Vollgas runterkrachen. Yay. Naja. Das war ja spektakulär. Und wir wollen nicht die Mission von hier, sondern einen Wagen von hier. So sieht's aus. Ich weiß immer noch nicht, wie man Granaten wirft. Ich habe keine Ahnung, Leute. Jetzt fahren wir kurz nach Hause, speichern, dass wir, falls wir. Naja. Dass ich es wenigstens mal versuchen darf. Ich will es natürlich nicht immer wieder neu laden, aber. Leute, es würde auch wirklich nur das LP in die Länge strecken. Als guter GTA-Spieler sollte man natürlich seinen Tod annehmen und die Waffen wieder neu kaufen, aber da habe ich ehrlich gesagt auch wenig Lust drauf. Um es ehrlich zu sagen. Sorry. Ein bisschen Schwund ist immer. So, da müsste noch ein anderer Sportwagen drin sein, genau. Den Schläger schnappen wir uns auch mal. Und dann speichern wir hier mal. Und jetzt seht ihr auch schon, weil ich das jetzt mal gespeichert habe. Hahaha. Gestern. Denn heute ist der Tag darauf. Ja. Gestern ist nämlich der Tag von gestern. Oder irgend so ähnlich. Naja, ich weiß auch nicht. Ich wollte irgendwas Schlaues sagen. Hahaha, lustig. Raffi und was Schlaues. Na toll. Die Frage ist jetzt, kann man mal. Alter, der klappt sich immer wieder nach oben. Die Frage ist jetzt eigentlich, wie werfe ich Granaten? Ich hab wirklich keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht wirklich. So. Wir nehmen die Mission wieder an. Erstmal Waffe weg. So. Erstmal nichts in der Hand, dass ich mich nicht wieder selbst töte oder so. Das Schweigen des Verräters. So. Für die Sequenz bitte letzte Folge gucken. Wer dies nicht getan hat. Und ich habe auch wirklich nachgelesen, dass das Schweigen des Verräters ist wirklich eine Anspielung an das Schweigen der Lämmer. Aber auch nur in der deutschen Version, also in der englischen Version, entsteht dieser Wortwitz quasi nicht. Oder diese kleine Anspielung entsteht da quasi nicht. Ist aber geil, dass es so eine Anspielung gibt, auch nur im deutschen GTA. Finde ich richtig nice. Und wir fahren da jetzt mal hin und versuchen unser Bestes mit den Granaten. Wir müssen einfach gezielt eine Granate reinwerfen. Fehlt meine Motorhaube? Ich weiß es nicht. Ja, hier sind wir richtig. Ich habe noch gehört, dass wir hier die Ausfahrt blockieren sollen mit mehreren Wagen. Ich weiß zwar nicht, welche Ausfahrten, weil man kann einmal hier lang fahren quasi. Da lang kann man. Alter, da lang kann man fahren. Oh. Ja, ich bin ein Mann. Glaube ich zumindest. Und da kann man ausfahren. Das heißt, wir blockieren einfach mal. Ganz dreist, wie wir sind.
Kann natürlich sein, dass hier der Wagen einfach verschwindet. Ich weiß es nicht. Wir blockieren hier einfach mal so ein bisschen halbherzig. Aber gut, meine Maus ist schon wieder draußen. So, jetzt. Ja, das werdet ihr jetzt jede Folge hören. Habt ihr ja schon jede Folge gehört. Das ist so nervig, aber ich kann dagegen einfach nichts tun mit der Maus. Ich hoffe einfach, dass das nächste Teil nicht mehr verschwindet. Aber ich gehe nicht davon aus. Ich denke, auch die nächsten Teile werden wir das gleiche Problem haben. Und hier wieder klassische Musik. Das ist doch schön. So, dann haben wir sie wenigstens ein bisschen aufgehalten. Ist jetzt natürlich nicht großartig, aber... Weißt du, Schaden kannst du ja nicht. Gibt es hier noch irgendwo einen Wagen, mit dem wir hier blockieren können? Vielleicht dahinten. Ich glaube aber nicht. Ja, auf jeden Fall wieder Pain Spray. Man kennt es ja aus bekannten Filmen nicht. Genau, hier hinten ist auch der... Da können wir so eine Bombe montieren lassen. Ist auch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das wäre sogar... Oh, das müssen wir irgendwann mal... Also das könnten wir sogar jetzt machen, aber... In irgendeiner Mission machen wir das auf jeden Fall. Dann montieren wir uns eine Bombe einfach so und tauchen dann bei der Mission auf. So, wie werfe ich Granaten? Ich habe 17 Stück. Warte. Ich guck mal extra so nach oben. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich roll die nur. Ah, ich muss gedrückt halten. Ach Gott. Meine Fresse, das kann mir auch mal einer sagen. Gut, dann haben wir es ja schon. So. Ich kann jetzt nicht abschätzen, wie lange ich gedrückt halten muss. Verdammt! Alter, das war sogar so... Oh, das war ja fast ge... Alter, Alter! Ich bin doch so scheiße, ey. Oh, mein Gott. Nein, 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 nein! Okay, ich bin tot. Okay. Hallo? Nö, das sehe ich jetzt nicht ein. So, 5. Januar hier. Da sieht man sogar, wie viel Uhr ich spiele. Ist ja schlimm. So. Der Wagen ist ja bekanntermaßen weg. Aber wir haben hier noch einen geparkt. Obwohl ich mir den eigentlich lieber aufheben wollte. Die Waffen müsste ich jetzt alle haben? Ja. Okay. Dann schnappen wir uns einen anderen Wagen. Ist ja nicht egal welcher. Und jetzt werfe ich mal nicht von der Seite, sondern von gleich unten. Jetzt wissen wir, wie es geht. Hört sich jetzt natürlich wieder ein bisschen ziehen, weil ich so oft gefailt habe. Aber wir werden es, glaube ich, dennoch schaffen. Dennoch schaffen. Meine Wortkreationen sind auch super. Oh, die Bullen, natürlich. Ach nee. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ich wende da vorne mal. Oh Gott, ey, müssen die echt immer auf mich schießen? Das ist so nervig. So, ich würde sagen, wir blockieren ihn dann einfach. Also wir blockieren einfach mit mehreren Wagen die Ausfahrt. Ach, die Bullen sind schon wieder weg, sehr gut. Die Stangen biegen sich auch sehr seltsam. Beim Aufnehmen sinke ich immer tiefer. Das fällt mir echt immer auf. Das ist richtig krass. So. Okay, da vorne links. Und dann sind wir ja auch schon fast da. Ich merke aber schon, wie langsam meine Stimme ziemlich kratzig wird. Bin ja immer noch krank, schon seit... Weiß nicht, 4 Wochen. 4 oder 5 Wochen sogar. Das Schweigen des Verräters. Man muss ja auch sagen, ich wollte nur eine Folge aufnehmen. Das ist jetzt schon wieder die 3. die ich aufnehme. Jedes Mal. Ist echt nicht zu fassen. So, 12 Granaten haben wir. 17 Granaten. 5 hatten wir, glaube ich, gekauft. 12 haben wir dazugekriegt. Whatever. Wir kümmern uns jetzt auf jeden Fall darum, dass der Typ auch schweigt. Und dafür werde ich auch viel Geld haben. Dann fahren wir mal los. Und dieses Mal ziehen wir ein bisschen und dann passt das auch. Ich habe ihn ja fast getroffen bei dem einen Wurf. Ach, Mann. Komme ich da auch von hier aus lang? Ich glaube, ja. Ja. Okay, dann blockieren wir einmal... Okay, hier. Ah ja, cool. Dann blockieren wir einfach den hinteren Weg erstmal. So, jetzt ein anderer Wagen drin gerade. So. Okay. Wenn der explodiert, ist es ja auch egal.
Ich glaube, der Typ wird dann nämlich danach fliehen, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Okay, den zweiten Wagen. Blockieren wir auch nochmal einen Weg. Und dann heizen wir voll drauf. Na toll. Wobei ich mir da lieber noch einen Wagen klauen würde. Dann blockieren wir einfach mal. Na toll, hier kann man ja wohl schlecht blockieren. Aber hier kann man blockieren. Moment, Moment. Fahrskills. Die ich nicht habe. So. Das wird die wenigstens etwas aufhalten. Ist jetzt nichts Großartiges. Den Weg hier müssen wir auf jeden Fall noch blockieren. Ah, der wird ja wahrscheinlich rausfahren. Das ist seine Garage. Der hat eine eigene Garage. Ich steck mal die Granaten weg. Sonst rutscht wieder mein Zeigefinger aus und dann haben wir das Problem. Ja! Mit dem Ding können wir richtig blockieren. Pass mal auf. Ah, noch bequem. Einschalten. Der Busfahrer sitzt natürlich hinten im Bus drin. Achso, ja, wir können ja hier irgendwie blockieren, ne? So, das nenne ich mal eine Blockade. Da kommt er nicht so leicht durch. Haha. Okay. Granati. Yes, beim ersten Wurf. Das nennt man Skill, Leute. What the hell, what the hell? Komm, 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 stirb. Oh. Nein, 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 er ist geflohen. Alter, dein Ernst. Der ist durch meine... Ach so tolle Busblockade. Alter. Oh. Okay. Mission gescheitert. Ja, okay, dann stelle ich da dieses Mal am besten 5 Wagen hin. Ja, Leute. Ah, Mann, ey, wir waren so nah dran. Ich weiß aber, wie wir es dieses Mal machen. Ich weiß, wie wir es jetzt machen. Dahin. Ja, ja, Schnauze. Wir stellen einfach noch mehr Wagen hin. Huch, okay. Das Schweigende, okay. Boah, meine Stimme. Langsam macht ihr nicht mehr mit, die gibt. Wenn ich es nach der Folge nicht schaffe, oh nee, dann muss ich echt eine Pause machen. Aber mein Ehrgeiz, weil, wisst ihr Leute, wenn ich sowas nicht schaffe, dann will ich das noch schaffen. Was glaubt ihr, wieso ich jetzt noch eine Folge aufnehme? Ich wollte ja nur eine Folge aufnehmen. She's on fire. Kann toll singen übrigens. Alter, die Bullen sind immer noch hinter mir her, dein Ernst. Oh. Nö, ich bin ganz ruhig. Okay, wir müssen gerade mal kurz fliehen von den Bullen. Weil die möchte ich jetzt garantiert nicht am Hals haben. Das kannst du aber wissen. Yeah. Da ist ein Bus. Und da wird wieder auf uns geschossen, natürlich. Kein Problem. Kenne ich ja. Ah, hier ist Krankenhaus. Verdammt. Ich hab manchmal solche Lecks hier drin, ihr merkt's. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich werde jetzt los. Ich werde jetzt los. Nein! Oh. Ich spiele es gerade heute auch echt nur um rumlecken. What the hell? Okay. Ja, das ist ja gerade toll hier. 3 Sterne, mhm. Okay, ne, 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 sorry. Ne, ne, da lade ich jetzt nochmal schnell neu. Pss. Oh, ne, komm. Leute, sorry. Das kann ich jetzt echt nicht machen. So, Waffen haben wir ja, kein Problem. Das heißt, wir schnappen uns jetzt einfach einen Wagen. Oh, sorry, Leute, das, oh, ne. Da habe ich jetzt echt keinen Nerv für. Was soll ich sagen, das nervt mich mit der Zeit doch ein bisschen. Ja, jetzt, so. Get out! Und wir nehmen die Mission an. Und diesmal ohne Bullen am Hals. Eine Schutzweste wäre jetzt natürlich eigentlich auch nicht das Schlechteste, aber... Naja.
Bevor ich jetzt hier wieder Ewigkeiten rumlaufe und eine auftreiben will. Yeah! So. So. Das Schweigen des... Jetzt, komm mal hin! Naja, das Schweigen des Verräters. Oh, zieht sich das jetzt jede Mission so wie bei Sayonara Salvatore? Da war ich auch irgendwie zu inkompetent für die Mission. Okay. Ich will es nicht riskieren, die Leute zu überfahren und dann kommt wieder der... die Bullen her. Oh, oh nein, oh nein! Oh Gott im Himmel. Das war wieder zu knapp. Komm jetzt hier irgendwo raus, ha? Mayday, Mayday. So, ich habe keine Leute überfahren, ist ja ein Wunder. Und ich fahre in die falsche Richtung, aber kein Problem. Und diesmal blockieren wir ihn richtig. Ich glaube, der fährt auch nur durch diese Ausfahrt raus, soweit ich weiß. Wenn ich mich echt nicht irre. Das heißt, wir blockieren jetzt einfach nur diese eine Ausfahrt. Also die... die hier. So, okay. Ein Bus, ein Bus, ich will einen Bus. Naja, der ist auch okay. Oh, 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 oh. Nein, steig aus, steig aus. Steig aus, Mann. Ah. Aha. Die Oma verprügelt mich gerade und hat mir nicht schlecht Schaden gemacht, übrigens. Rückwärtsgang. Ist immer noch hinter mir, die Alte. Tatsache. Nein, die lebt ja immer noch. Ich habe Angst vor der. Alter, nein. Das ist doch nicht dein Ernst. Ist sie tot? Mach's weg. Oh Gott, ich habe Angst vor der Alten. Kann ich jetzt einfach mal sterben, ey? What the fuck? Die hat mir zu viel, die hat mir jetzt schon wieder zu viel Schaden gemacht, ey. Und den Müllwagen. So. So. Da lebt immer noch der Typ. So, jetzt aber. Okay. Na, dann bin ich mal gespannt. Na toll, ich kann den selbst wegschieben, oder was?